auf den neuen Sohn. Töfter freut sich so. Töfter freut sich. Töfter freut sich so. Auf den neuen Sohn. Töfter freut sich so. Auf den neuen Sohn. Real life. Oh. Guten Morgen, Herr Baldini. Heute wird der Brummburger Zoo eröffnet. Der Brummburger Zoo. Ich weiß, Töfter, heute ist ein toller Tag. Würdet ihr beiden so freundlich sein und Tierfutter zum Zoo bringen, bevor er eröffnet wird? Na klar, das machen wir, Herr Baldini. Das Auto, wunderbar, das einen Hund besitzt. Der Herr so, Baldini. Hier ist es. Der neue Zoowärter heißt Sigi Safari. Dem solltest du das Futter geben. Keine Sorge. Auf uns können sie sich verlassen. Fahr vorsichtig, Töfter. Auf uns können sie sich verlassen, Mr. Baldini. Okay. Ich schaue nur gerade, ob ich... Machen wir Chef Duff rettet den Zoo, bis alles fertig installiert ist. Okay, das ist unser Hund. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Wie heißt der? Das ist das Tierfutter, das ich Sigi Safari bringen soll. Ah. Das ist ja das Coolste an dem Spiel, dass du auf alles draufklicken kannst und dann passieren irgendwelche Sachen. Ah, das ist Fritzi Fisch! Das ist Fritzi Fisch, Leute. Das war Fritzi Fisch. Hier steht Baldinis Supermarkt. Ah, danke, dass du mir vorliest, Töf-Töf. Das ist so freundlich von dir. Dankeschön. Oh, große Eröffnung, der Brummburger Zoo. Ist das nicht lustig, weil die sind alles Autos und Brumm und Tut-Tut und Töf-Töf. Macht mega Sinn, oder? Das ist meine Benzinanzeige. Wie, das Auto muss tanken gehen? Was macht er, wenn er nicht... Stirbt er dann, wenn sein Tank ausgeht? Wie heißt denn der Hund? Weiß irgendwer, wie der Hund heißt? Töfter freut sich so auf den neuen Zoo. Boah, der Brummburger Zoo sieht ja toll aus. Sieht ja toll aus. Ich glaube, die singen. Ja, ich wusste es, die singen. Kommt herein, ihr lieben Leute! Ja, wie geht es euch denn heute? Buenos dias, señorita. Steckt euch Futter in die Taschen, gebt den Tieren was ganz Taschen. Und wir singen wunderschön dazu. Kommt mit in den Zoo, Zoo, Zoo. Die Kängurus werden froh, froh, froh. Der Tiger eben so, so, so. Kommt mit in den Zoo, Zoo, Zoo. Abenteuer gibt's hier viele. Jede Menge Spaß und Spiele. Das Jam ist nur Kartoffelbrei. Unser Löwe ist ein Brüller. Unsere T-Shirts sind der Knüller. Hey, hier sind noch Tiere spielen dabei. Komm mit in den Zoo. Also putz jetzt eine Scheibe, lach die Arbeit in Ruhe und schau den Elefanten beim Trompeten zu. Affen, Vogel, Schwein und der Bär machen sich fein. Hier ein Fauchen, da ein Flattern, Zähne klappern, viel Gebrüll, der Emo kreischt und Lama schon. Das Dromedar wird gleich verrückt und alle Tiere aus dem Meer kommen gerne zu. Und wer ob ganz Maus, Elch oder Laus, komm mit in den Zoo, 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 Zoo. Ich brauche Hilfe, liebe Leute, das Dichten fällt mir heute schwer. Ich brauch noch einen Reim. Was reimt sich auf Tisch? Hey, da frag ich Fritzi Fisch, denn Fritzi fällt bestimmt was ein. Fritzi! Komm mit in den Zoo, 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 Zoo. Die Kängurus sind froh, froh, froh. Der Tiger ebenso, so, so. Das ist immer Reizüberflutung für ein Kind. Ja, ein bisschen schon, oder? Zoo, Zoo, Zoo. Jetzt ist vorbei. Wer ist da? Hallo? Antennen. Sigi Safari? Ich bin Töf-Töf. Ich bin hier, um dir Tierfutter zu bringen. Gut, dass du kommst, Töf-Töf. Komm doch rein. Hallo, ich bringe das Tierfutter. Wahnsinn. Einen Sack für den ganzen Zoo. Das wird bestimmt ein Riesenspaß. Ein Riesenspaß. Versteht ihr nicht nur Spaß, Leute? Es wird ein Riesenspaß. Hallo, Sigi Safari. Ich habe Tierfutter mitgebracht. Hey, danke, Kumpel. Junge, ich bin echt froh, dass du gekommen bist. Ich bin nämlich ganz schön gestresst. Hallo, heute wird doch der Zoo eröffnet und ich habe noch 1000 Dinge zu erledigen. Das wäre ja gar nicht so schlimm.
Aber ausgerechnet heute Morgen sind ein paar Tierbabys spurlos verschwunden. Tierbabys. Ich kann sie nirgends finden. Sie sind verschwunden. Hey, ich könnte doch die Tierbabys suchen, während du deine Arbeit weitermachst. Das ist eine tolle Idee. Ich hoffe wirklich, dass du sie findest, weil wir den Zoo erst eröffnen können, wo kommt seine wenn Antenne alle Tiere raus? In ich Sicherheit habe keine sind. Ahnung, aber Töftöf hat eine Hier, Antenne. Diesen Zettel solltest du mitnehmen. Da steht drauf, welche Tiere verschwunden sind. Welche Jumbo, Tiere? Das Elefantenbaby, Masai die Giraffe, Kenia das Löwenmädchen, Sansibar das Flusspferd, Ronja Robbe und Antonio die Schlange. Ich werde sie bestimmt finden. Mach's ich werde gut sie und viel Glück, finden. Töff, töff. Gut, töff, töff. Und ich mach mich wieder an die Arbeit. Bis später dann, Sigi Safari. Okay. Der spricht wirklich, als hätten wir eine leichte Behinderung. Aber so ist das wohl mit Kinderspielen. Das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Geh mal zum Snackladen. Kai's Hallöchen, Töff, Töff. Hallo, Kai Kutsche. Kai Kutsche? Der heißt Kai Kutsche? Und das Game kann man in einer Minute durchspielen? Ja, du kannst diese... Du kannst das ich skippen. Hätte gern eine Zuckerwatte. Alles klar. Da, für dich. Danke. Und deinen Kakao. Ich möchte eine Tasse heißen Kakao. Ganz wie du ich willst. Ich wusste, dass es Kakao ist und kein Kaffee. Einen Moment. Wow, das schaut aus wie bitte schön. Das geht Scheiße. Auf Kosten des Hauses. Danke. Auf die Kosten des Hauses. Puh, ist der heiß. Den heb ich mir für später auf. Okay, dann. Ich hätte gern eine Tüte Käsecracker. Käsecracker. Eine gute Wahl. Das ist so deutsch. Hier, bitte schön. Du brauchst mir dafür nicht zu bezahlen. Würde niemand Käsecracker sein. Niemand. Klare Artikulation muss da sein. This game is old, right? Umberto, it is, yeah. It is. Oh, schauen wir mal, was ist sie für eine? Die haben sich eine Affäre, die zwei. Der Kai und die... Hallo? Na, wenn das nicht unser Töffilein ist... Na, hallo. Das wird sicher ein aufregender Tag heute. Ich kann es kaum erwarten, dass der Zoo eröffnet wird. Bei mir kann man wunderschön... Ja, gusch. Die Kamera ist toll, Tilly. Nimm sie mit, Töff Töff. Kameras gibt's heute umsonst. Jeder Besucher kriegt eine. Heute ist doch der Eröffnungstag. Danke, Tilly. Ah, danke schön. Danke schön. Dass es gefällt, das freut mich. Salz und Pfeffer. Ah. Toll. Ich habe in diesem Teil des Zoos leider keine der verschwundenen Tierbabys gesehen. Wen interessiert das? Habe ich gesagt, du sollst was sagen? Radkappen. Ach, lol. Ich muss 22 Jahre alt werden, damit ich das verstehe. Radkappen. Haha. Oh Gott, ist das peinlich. Leute, keine Sorge. Die restlichen Spiele sind schon fast geladen. Oh, ich hab die Nase. Wo wollen wir hin? Hier geht's ins Dschungelland hinein. Ins Dschungelland, ins Grasland oder ins Eisland? Jetzt fahren wir einfach mal geradeaus. Oh, wir stecken ihn einfach ein, ja? Vielleicht war das Deko. Boah. Von hier aus kann man das ganze Grasland sehen. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Mach ein Foto. Klick. Und lächeln. Schön, Döf, Döf, schön. Hey, du da mit den weißen Reifen. Du da mit den weißen Reifen. Ich werde mit einem kleinen Tier spielen. Ja, nein. Sehr gut. Okay, möchtest wir spielen jetzt... du, dass das Spiel einfach, mittel oder schwer wird? Wir machen hey, schwer. Hey, klasse!
Bist du für dieses Level wirklich alt genug? Schon gut, schon gut. War nur ein Witz. Bist du wirklich alt genug? Ich denke schon. Finde ich jetzt gleich mal 9 Pfauen und 8 Gazellen und 10 Zebras. Was muss ich machen? Soll ich mir so draufklicken? What the fuck? Das ist ein Minigame in dem Spiel? Hey, erwischt! Hey, das ist doch die Stimme von Marty, oder? Aus, wie heißt das? Madagaskar. Boah, ist das langweilig. Ich dachte, das ist schwer. Hey, erwischt! Boah, wenn er das auf einmal sagt, hey, erwischt! Dann... Hey, erwischt! Hey, erwischt! Hey, erwischt! Lol. Hey, erwischt! Hey, erwischt! Hey, erwischt! Okay. Wow. Hey, erwischt! Hey, erwischt! Das war eine reife Leistung, Kumpel. Wie, das geht noch weiter? Finde jetzt 5 Flamingos und 5 Nashörner und 10 Geparden. Was macht... Mime. Was zur Hölle macht das, das Nashorn? Mime. 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 Ich hätte niemals im Leben die Kreativität zum Spiel überhaupt zu machen, ja, für Kinder. Das war absolut fantastisch, Mann. Finde 5 Pfauen und 5 Nashörner und 5 Zebras. Ja, das ist... Hey, erwischt! Hey, erwischt! Mime. Ich probiere das gleich nochmal. Hey, erwischt! Hey, erwischt! Hey, erwischt! Mime. Ist vielleicht irgendwas, wenn ich nicht klicke? Mime. Okay, sie verschwinden. Hey, erwischt! Hey, erwischt! Mime. Warte mal, jetzt habe ich eins zu viel. Dir kann so schnell keiner was vormachen. Nein, mir kann so schnell keiner was vormachen. Finde und fange 5 Flamingos. Finde und fange. Und 8 Ich mache jetzt Ende. Oh, willst du wirklich schon aufhören? Ja. Alles klar, bis später. Bis später. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, cool. Kann ich da alle Tiere fotografieren? Das ist ja urcool. Ich mag die Kamera. Ein tolles Bild. Becky stellt Fotos in Töff-Töff nach. Das wird ein YouTube-Video. Davon mache ich ein Foto. Ich kann mich leider meinen Hals nicht so verbiegen. Da fehlt ein zweiter, der sich mit verbiegt. Davon mache ich ein Foto. Spielen? Das frage ich mich auch. Aber ich habe es gerne gespielt als Kind. Das Kind hat Spaß gemacht. Oder wie die Gazellen? Die haben so einen nix-ahnenden Blick. Und lächeln. Oder? Kann ich ihn da auch noch fotografieren? Ich kann alles und fotografieren! Lächeln! Können wir auch. So, weiter geht's.
Das war die Wasserstelle. Oh. Jump! Ja! Oh, Jumbo! Hier erfahren wir alles über Elefanten. Afrikanische Elefanten leben in freier Wildbahn in Afrika. Aha. Oh. Entschuldigen Sie, sind Sie Jumbos Mutter? Ja, mein Kleiner, das bin ich. Ach, du glaubst nicht, wie sehr ich meinen Sohn vermisse. Oh, wie bei Dumbo. Bist du etwa das kleine Auto, das uns Tieren bei der Suche nach unseren Babys hilft? Ja, das bin ich. Oh. Okay, ich habe keinen Bock, der Mama zuzuhören, aber wir fotografieren sie. Bitte lächeln. Bitte lächeln. Naja, das ist mehr so ein gestelltes Lächeln, oder? Okay, da ist das Elefantenbaby. Also da müssen wir das Elefantenbaby hin. Oh, das ist die Mama. Hey, du bist bestimmt Ronja Robbe. Was ist passiert? Ich habe hier so schön im Wasser gespielt. Und dann ist auf einmal das Stautor zugegangen. Jetzt sitze ich hier fest. Vielleicht kann ich dir helfen. Au, ja! Wenn wir es schaffen, den Staudamm zu öffnen, dann kannst du bestimmt nach Hause schwimmen. Klar könnte ich das. Ich bin doch eine super Spitzen-Weltklasse-Schwimmerin. Eine super Spitze-Weltklasse-Schwimmerin. Sogar in einer Lacke kann ich schwimmen. Okay, aber wir haben kein Werkzeug dafür. Wir brauchen erstmal eine Werkzeugkiste. Schneller, Döf, Döf. Schneller. Okay, das ist die Giraffe. Meine Massai ist noch nie alleine unterwegs gewesen. Ich hoffe, dass es ihr gut geht. Meine Massai? Hey, das sind die Löwen. Kenia. Wo bist du, Kenia? Was sind die? Haben die für Krönchen auf? Voll süß. Und lächeln. Vor allem nicht nur der König, sondern die Königin hat auch eine Krone. Und die chillen einfach. Mal von den traurigen Eltern ein Bild. Davon mache ich ein Foto. Oh. Okay, eins der Babys haben wir schon gefunden. Geh weg, du blöde Maus. Hier, Maus. Komm her, du kleine Maus. Ich meine natürlich, du große, schreckliche Maus. Oh. Schon mehr aus wie Pommes, nicht wie Käsecracker, oder? What the fuck? So schaut meine Schlange auch aus, nachdem ich sie gefüttert habe. Oh, danke, Chef Chef. Du hast mich gerettet. Ach was, Jumbo. Das war doch gar nicht so schlimm. Jetzt lauf aber schnell nach Hause zu deiner Mami. Mami? Mami! Mami! Jumbo kommt wieder nach Hause! Oh! Wir müssen noch 5 Tiere retten, bevor der Zoo eröffnet wird. 5 Tiere? Diesen Tieren muss ich helfen. Masai, die Giraffe, Kenia, dem Löwenbaby. Okay. Weiter geht's. Oh, wir können uns neu... Wahnsinn! Ich probiere mal eine andere Farbe aus. Ja, bitte. Das wird bestimmt lustig. Lila ist echt hässlich. Orange! Super klasse! Du fällst mir gar nicht. Du bist also Kopfschmerzen bei der Stimme, gell? Es ist nicht ganz so. Der Hund! Sehr gut. Wer weiß wozu? Eine Schaufel. Können wir den fotografieren? Ach, jetzt haben wir wenigstens eine Davon mache ich ein Foto! Der schaut aus wie die Merkel, nur als Vogel. Gut, da kommt nichts mehr. Dann ab ins Eisland. Also ich dachte mir nicht. Hey, da drin liegt ja ein Seil. Das. Nimm's. Oh, süß. Oma? Ich sollte Film sparen, damit ich von den Zootieren Bilder machen kann. Okay, dann nicht. In Island ist es aber kalt. Im Island ist es aber kalt. Wer Schau das mal, gedacht? Wie viel Schnee da oben liegt. Das sieht gefährlich aus. Wir spielen Wir sollten lieber so ganz so lange, leise sein, Peppy. Sonst gibt's gleich eine Lawine.
Nein. Hundi? Wie heißt das? Das war knapp. Töff, töff, du Trottel, Otto. Ich würde sagen, daran hier. Brav. Einfach mal gleich ein Loch geschaufelt. Oh, Antonio. Ich werde so gerne. Antonio, die Schlange. Bitte lächeln. Beppi. Beppi heißt der Hund, genau. Wenn ich doch bloß etwas... Ja, ich hab was Heißes zu trinken für dich. Hier, trink das. Heißer Kakao. Danke, Jeff Jeff. Du trinkst ihn aber auch aus bis auf den letzten Tropfen, ne? Ich fühle mich schon viel besser. Ich muss noch vier Tiere... Du musst noch vier Tierbabys retten. Was ist da jetzt? Ah, da ist das Eishockey-Minispiel. Oh, shit. Auf geht's! Willkommen, Sport! Hier kommt der Puck. Ich werde gewinnen! Gewinnen! Komm her! Nimm dies! Für den kleinen Ort zwischendurch! Unser neuer Spiel ist eine echte Herausforderung für den Eislandmeister. Trink das hier aber, dann hier ist kommt der Puck! Hier kommt der Puck! Schaut euch das an, diese... Das müssen wir erstmal können. Das ist richtiges Pro-Gaming hier, ja? Ingu Batschel, bitte melden Sie sich bei der Information. Wer? Ihr Frack ist soeben gefunden worden. Ihr Frack Watschel. Weil Pinguine und Frack... Oh, das ist sogar irgendwie lustig. Jetzt seid ihr dafür ein Tor. Boah, der Bär ist gut. Aber nicht gut genug. Nimm das! Oder auch nicht! Komm schon! Nein! Nicht mit mir! Was für ein Schuss! Töp Töp ist in Topf! Töp Töp ist in Topf! Und Anpfiff! Oh Gott, schaut euch das an, Leute! Ja! Töp Töp schießt ein Tor! Töp Töp schießt ein Tor! Und schon geht's wieder los! Dann kann ich endlich gehen! Dann habe ich gewonnen! Ich muss noch ein Tor schießen, glaube ich! Ich kann doch einfach so abwehren. Hey, wie ist das möglich? Oh, wirklich jetzt? Geh da rein, ich will gehen. Ich sehe auch schon, dass es auch das fast fertig ist, Leute. Ja. Holen Sie sich eisgekühltes Getränk, solange es noch kühl ist. Ja. Jetzt endlich, Gott sei Dank. Halleluja. Hey, was ist das mit denen? Hey, der Hund tanzt auch, der Peppi. Okay, es hat Spaß gemacht. Weiter geht's. Oh, wir müssen dem komischen Lied... Vielleicht könnte ich einen... So. Ja. Ja. Und das Letzte. Los geht's, Hippo! Na los, Sansibar! Sansibar! Hab keine Angst! Angst? Ich hab keine Angst! Jetzt geht's los! Mein Papi wird stolz auf mich sein! Ups! Ach Gottchen! Oh Mann! Vielen Dank, Töff Töff! Jetzt kann ich wieder nach Hause zu meinem Papi. Ach, da
das habe ich gern gemacht. Lass es dir gut gehen. Ich weiß noch nicht. Ich glaube eher nicht. Ich habe noch nie... Ich muss noch drei Tieren helfen, bevor der Zug... Deswegen, also Fallout ist... habe ich noch nie gespielt. Wo um alles in der Welt kann Ronja nur stecken? Und sie ist ja einfach... Warte mal, können wir auch rutschen? Wir können auch rutschen! Oh mein Gott! Wee-hoo. Yeah! Schwupps! Und, oh Gott, und... Dass dem Hund da nicht schlecht wird oder so, hä? Seid ihr Ronja Robbes Eltern? Ja, das sind wir. Ja, das ich heiße Romy Robbe und das ist Rudi, mein Mann. Und du? Hast du etwa unsere kleine Tochter gefunden? Robin, ja, das habe ich. Sie sitzt in einem Staudamm fest, aber mir wird bestimmt etwas einfallen, womit ich ihr helfen kann. Oh, ich hoffe, dass dir bald... Ich weiß nicht, oder? Das sieht schon komisch aus. Ein komisches Pärchen. Okay, wir haben alle Tiere aus dem Weihnachtsland befreit. Jetzt kommt das Dschungelland. Das ist ein Affe. Hey, hallo Kleiner! Das macht bestimmt Spaß. Wir können mal ein Foto machen von dem Affen. Bitte lächeln! Bitte lächeln! Oh, jetzt habe ich fast meinen Hund zerstört. Ein tolles Bild! Das macht so viel Spaß. Damit komme ich nicht... Da geht's ja ganz schön tief runter. Ganz schön tief? Wie komme ich bloß auf die andere Seite der Brücke? Ja, mit der Liane. Sieht eigentlich ziemlich haltbar aus. Haltbar? Yippie! Das hat Spaß gemacht. Ja, das Krokodil denkt sich, schade, dass du nicht ins Wasser gefallen bist. Was ist das jetzt? Wie wär's mit einem Reim? Ich gebe euch ein Wort, und zwar Baum. Baum? Warte mal. Ich weiß was, passt auf. Ich wohne auf diesem Baum, doch ist's mein größter Traum, ein kleines Haus zu bauen. Ein kleines Haus, so. Bitte, was war das gerade? Was reimt sich auf Insekt? Ich weiß was. Wenn sich ein kleines Insekt in meinem Fell versteckt, dauert's nicht lange und schon hab ich's entdeckt. Das Insekt. Okay. Nochmal. Fällt euch was zu Rat ein? Rat? Da muss ich mal scharf nachdenken. Ich glaube, ich krieg's hin. Ich fahr mit dem Rad und hole den Salat. Auf dem... Wochenmarkt! Also den lasse ich gerade so Geld. Wieso? War doch nicht schlecht. Das war... Da ist ja ein Werkzeugkasten drin. Oh, ein Werkzeugkasten. Sehr gut. Oh. Ich hab dich so vermisst, Mami. Machen wir gleich ein Foto von den beiden. Antonio und seine Mama. Lol, diese Reime. Ja, das ist einfach nur... Das Antonio. Ist so. Kannst du dir vorstellen, wie traurig ich ohne dich war? Ein Dschungelfloß. Reparier's mal, würde ich sagen. Na bitte! Das schaut eklig aus. Na dann, auf geht's, Töfte! Deine Antenne ist toll, die kann man wirklich für alles benutzen, sogar als Antrieb. Hallo Sansibar, du bist wieder zu Hause. Hey, Töfte, hallo. Sansibar, du bist wieder zu Hause. Bitte lächeln. Ich dachte, die Flusswelle machen so mit ihrem Mund, aber Wildwasser. Irgendwas.
Nacht. Und jetzt? Hört ihr das? Aber es passiert nichts. Ich kann auch nichts tippen. Schau mal. Hallo, du da unten. Hallo, da oben. Ach, bist du Kenia, das Löwenmädchen? Ja, das bin ich. Kannst du mir irgend... Wie komme ich hier bloß wie... Ich mach erstmal ein Foto von ihr. Ein tolles Bild. Schon. So. Wenn mir bloß jemand... Ich kenne einen Witz. Willst du ihn hören? Ja. Na klar, schieß los. Wozu haben wir Augen? Zum Sehen. Und die Nase? Zum Riechen. Und die Ohren? Zum Telefonieren. Da. Zum Telefonieren und dann kriegt er einen auf die Nase? Wow. Das Spiel sagt schon, Kinder, nicht so viel mit den Handys spielen. So. Vielleicht schaffen wir es ja so. Oh, das Seil. Bitte schön. Ja, ich hab's. Auf geht's. Oh, die ist so süß. Oh mein Gott, das ist ein weiblicher Simba. Du hast es geschafft. Ja, das habe ich. Oh, danke, Matze, du hast mich gerettet. Wie war dein Name nochmal? Töff-Töff. Danke, Töff-Töff. Gern geschehen. Tschüss, Kenia. Zwei Tiere brauchen... Oh, sind da alle meine Fotos gespeichert? Cool, schaut euch das an. Wir können doch mal nicht alle gehen. Ich sollte Film sparen. Aber dafür, aber die können wir fotografieren, oder? Das ist so cool. Du kannst ein tolles Bild. Ich finde das schon sehr, sehr toll. Ganz schön dunkel hier drin. Aber wir trauen uns trotzdem. Er macht einfach seine Augen an und dann... Hallo? Bist du Masai? Ja, das bin ich. Und ich stecke ganz schön in der Patsche. Ich stecke hier fest, weil die Zugbrücke nicht zugeht. Der große Stein hier ist im Weg und allein kann... Da kommen wir schwimmen gemeinsam. Okay, Masai. Dann hilf mir bitte mal. Jetzt geht's los! Juhu, jetzt haben wir weggeschoben. Sorry, dass ich das alles vorspule. Was ist dann? Auch nicht so interessant. Im Eisland. Jetzt müssen wir die andere Seite, die Brücke, runterlassen. Einem Baby müssen wir noch helfen. Wisst ihr, welches Baby das ist? Das ist die kleine Robbe. Und dann ist hier auch Atlas fertig. Schwubbidi-wupps! Gimmia! Gimmia, yay! Das ging ja urschnell. Normalerweise, ich habe dieses Spiel stundenlang spielen können. Ich dachte, da gab es viel mehr Minigames. Unser neues Zuhause sieht toll aus. Freut mich. So. Ich brauche dieses Ding hier. Ja. Er passt! Er passt! Okay, Ronja, los geht's! Jetzt kannst du wieder schwimmen. Juhu! Jetzt geht's mir wieder gut. Das macht Spaß. Schwimm schnell nach Hause, Ronja Robbe. Und viel Glück! Tschüss! Ich habe alle verschwundenen Tierbabys gerettet. Das muss ich sofort Sigi Safari erzählen. Ich sollte das sofort erzählen, ja? Hey, Sigi Safari! Ich habe alle Tierbabys gerettet. Wunderbar. Du hast den Zoo gerettet. Dafür bin ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Komm mit. Willkommen, liebe Freunde.
zur großen Eröffnung des Wurmburger Zoos. Ich möchte euch einen echt netten Kerl vorstellen. Ohne ihn hätten wir den Zoo niemals eröffnen können. Für seine Arbeit und seinen Mut wollen wir ihm heute den großen Orden für kleine Zoowärter verleihen. Den großen Orden für kleine Zoowärter. Damit du diesen Tag niemals vergisst. Oh. Danke, Sigi Safari. Dankeschön. Ich habe dir gerne geholfen. Na, Töff Töff, wie wär's, wenn du jetzt das Eröffnungsband zerschneidest? Hm? Oh ja. Kann man eine Schere benutzen, wenn man nur einen von diesen Griffen angreifen kann? Und jetzt rein ins Vergnügen, Töff Töff, und genieße diesen tollen Tag. Yippie-yay! Das werde ich, Sigi Safari. Ja! Juhu! Wir hätten nochmal die Tierbabys besuchen gehen können. Aber... Töff Töff rettet den Zoo. Nochmal spielen. Zum Unglück. Der hat Hosen an. Wieso trägt dieser Bär Hosen? Hallo, Kumpel. Na, wen haben wir denn da? Und wir singen wunderschön dazu. Komm mit in den Zoo, Zoo, Zoo. Die Kängurus werden froh, froh, froh. Der Tiger ebenso, so, so. Komm mit in den Zoo, Zoo, Zoo. Abenteuer gibt's hier viele. Jede Menge Spaß und Spiele. Ich hab nicht nur Kartoffelbrei. Unser Löwe ist ein Roller. Bist du sicher?